Ja, moin Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr freut euch auf ein weiteres Dino-Set. Ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen, wir haben wieder Dinosaurier. Zumindest einen. Wir haben von Lego die 76950, Angriff des Triceratops, bestehend aus dem Triceratops, 4 Minifigürchen, Claire Dyring, Franklin Webb und 2 Guards, sowie einem kleinen Truck und einem noch kleineren Quad. Lego möchte UVP 49,99 für das Set haben. Und aktuell ist es auch kaum günstiger zu bekommen. Ich habe keine Ahnung warum. Die gehen teilweise für über 60 Euro über den Tisch. Mein erster Eindruck von dem Set ist 50 Euro, nein. 65 Euro, 64,99 habe ich meistens gesehen. Auf gar keinen Fall. Aber ein endgültiges Urteil kann ich natürlich erst dann fällen, wenn ich das Set hier stehen habe. Wir haben hier neben auf der Packung nochmal die 4 Minifiguren. Dazu einmal eine 1:1 Abbildung von Claire Dyring. Und auf der Rückseite haben wir das Gesamtpaketchen nochmal und nochmal im Einzelbild zu sehen, dass der Truck wohl eine Funktion hat, um die Motorhaube abzusprengen oder so. Laut Lego Homepage kann die Front zerstört werden. Ja, wir werden das mal sehen. Hier drüben nochmal der Hinweis, wie groß der Triceratops werden kann. Ich habe noch nicht nachgeguckt, der wird 8,9 Meter lang und der wird 3,6 Meter hoch. Ein Riesenviech. Dem wollte ich jetzt nicht begegnen. Also, wir schauen mal rein. Ein Riesenviech. Eine Anleitung und ein Sack voll Teile. Nicht in Bauschritte aufgeteilt. Ihr wisst Bescheid, der gute Marco hat mir das gegeben. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Coole Sets, cooler Content. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Werde mich erkenntlich zeigen. Ich breite mal die Teilchen aus und schalte die Kamera um. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, was wir hier so haben. Wir fangen wie immer mit der Anleitung an. Normale 7 Plus Anleitung. Wir haben 210 Teile in dem Set und haben dementsprechend 3 Bauabschnitte. Also einmal den Triceratops, das Quad und 2 Figuren, dann Grunddesign Auto und also Chassis und dann kommt die Karosserie drauf und jeweils eine Minifigur dabei. Das ist von daher nicht schlecht, dass man das vielleicht zweiteilen kann, dreiteilen verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Für die 210 Teile haben wir einmal 14 Bauabschnitte für den ersten Teil. Teil 2 und 3 sind zusammengefasst. Da kommen wir auf 38. Hier haben wir nochmal die Funktion von dem Quad, von dem Truck. Wir sind bei 52 Bauschritte für 210 Teile. Also 4 Teile pro Bauabschnitt, pro Bauschritt. So. Hier immer der wichtige Sicherheitshinweis, dass das ins Auge gehen kann. Und ja, ansonsten halt ganz normale Lego-Anleitung. Ich habe es euch bei den anderen Sets gar nicht gezeigt. Die Dinos sind immer fertig aufgebaut. Die hat der Marco nicht auseinandergenommen. Finde ich auch unnötig. Also der Spielspaß hält sich in Grenzen, die drei Teile zusammenzustecken. Aber ich wollte es euch halt mal zeigen. Das ist praktisch der Rumpf. Die 4 Füße. Natürlich in extra Bauschritten. Man kann ja keine 4 Teile auf einmal abbilden. Und dann kommt der Kopf dran und fertig. Das Viech gucken wir uns dann nachher natürlich noch mal an. Ja, und dann bauen wir das Quad. Gut. Anleitung, super, Teilliste hinten drin, kennt ihr von Lego. Ist auch farblich recht übersichtlich. Aber gut, bei den Sets, bei den meisten ist das eh unerheblich. Die Teile, ich habe hier ein paar größere Blades aussortiert, ansonsten halt sehe ich halt meistens Standard. Ich habe schon mal die Felgen wieder, habe die Reifen auf die Felgen gesteckt, meine Lieblingstätigkeit direkt nach Ketten knüpfen. Wir haben 4 kleine, 4 große Räder für das Quad und für den Truck. 2 Paneele, Motorhaube, Dach und eine schöne Glasscheibe, die absolut transparent ist. Nicht verkratzt. Apropos verkratzt, meine Katze springt schon wieder. Aha. Durchatmen, ganz ruhig bleiben. Ja, und einen Triceratops. Oh, jetzt habe ich ihn rausgemacht. Er klackert hier so. Er kann den Kopf bewegen und die Füße. Ja, ist halt jetzt nichts. Er steht halt da.
Kann er den neigen? Ach, neigen kann er den auch. Okay, alles gut. Schauen wir uns später, das heißt, schauen wir uns später an, ist erwähnt im Fazit nochmal. Heißt ja eigentlich Triceratops, weil der drei Hörner hat? Weiß das jemand? Die sind übrigens so ein bisschen gummihaft. Ich habe null Ahnung von Dinosauriern. Irgendwie bin ich noch nie einem begegnet, deswegen konnte ich mich mit dem noch nicht unterhalten. Schön finde ich ihn, aber ich weiß halt nichts über die Bedeutung. Aber würde für mich halt logisch erscheinen. Jetzt habe ich im Laufe meines Lebens die Feststellung gemacht, dass nicht alles, was für mich logisch ist, auch wirklich so ist. Habt ihr dieselbe Erfahrung gemacht? Hm. Gut, vermutlich. Da bin ich. Ja, es gibt keine Zwischenschritte. Ich hielt nicht für sinnvoll, da jetzt nochmal irgendwas dazwischen zu schneiden, was ich euch eh dann gleich erzähle, weil so viel ist hier wirklich nichts zu sagen. Wir fangen aber wie gewohnt mit den Minifiguren an. Letztes Mal habe ich festgestellt, wenn ich 4 Minifiguren habe, blende ich da unten nebeneinander ein, ist besser. Dementsprechend gehe ich einfach ein bisschen höher. Wir haben hier Claire Deering mit Stöckchen und Moorrüber, wahrscheinlich um den Triceratops zu fangen. Wir haben Jason Webb, heißt Jason, oder? Franklin Webb, weiß nicht, wie wir auf Jason kommen. Wir haben dann noch 2 Guards, jeweils mit Betäubungsgewehr. Die 2 Guards haben auch kein Wendegesicht. Rückseite sind alle bedruckt. Hier hatte ich ein paar Schwierigkeiten, die Torsos zuzuordnen, weil die vorne recht ähnlich sind und von hinten gibt es kein Bild. Die sind hinten natürlich deutlich unterschiedlich. Die hat sowas wie einen richtigen Druck hinten drauf. Fast. Ja, Minifiguren. 2-mal Standard generisch und 2-mal eben Lizenzthemen. Ja. Dann haben wir den Triceratops. Also langsam kriege ich den Namen drauf, oder? Ist für mich absolut Hölle, dieses lateinische Zeug. Kopf beweglich. Hoch, runter, rechts, links. Und die 4 Füße können sich bewegen. Alles mit Raster. Steht bombenfest auf dem Tisch. Kein Thema. Dann haben wir ein süßes kleines Squad. Das finde ich echt cool gemacht. Auch die Farben finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. In diesen, ich weiß nicht, wie die grünen Dinger heißen. Ich hätte vielleicht vorne dieses Bracket hätte ich vielleicht auch in grau gemacht. Aber es passt halt zu den Grünen und ich finde das Pastellgrün finde ich echt cool. Auch cool, wie der Lenker hier geregelt ist mit den zwei Ärmchen hier. Mega. Weiß nicht, ob man die nach außen klappt. Ja, wahrscheinlich eher so. Hm? Ja. Ja. Ein Quad. Schön. Dann haben wir den Truck. Der ist cool gebaut, der ist recht massiv und stabil. Kann man weg, also. Ein Dussel, wenn du natürlich da drauf durch Gegenhaus direkt, dann fällt es natürlich ab. Also, er ist stabil. Damit kann man spielen, das ist gar kein Thema. Er hat wiederum keine Türen, gibt es bei Lego nicht. Wäre auch hier schwierig, obwohl es ging eigentlich, weil da ist ja dieser, keine Ahnung, dieser Flutlichtmast aus dem Fußballstadion nebendran. Und um ihn halt reinzusetzen, macht man halt das Dach ab. Er hat natürlich keine Sitzschalen drin. 4 Noppen breit innen, wie der hinten mit der Plate. Modified mit Rail, um das zu halten. Diesmal haben sie allerdings das Fensterglas unten auf 4 Noppen gesetzt, dementsprechend hält es und man macht eben nur das Dach ab. So, Spielfeature, oder? Erst gucken wir mal vorne an, schöne Front. Cool gemacht und Spielfeature ist... Dann machen wir es nochmal. Fantastisch. Ein super Play-Feature. So, jetzt haben wir es 2-mal gemacht. Jetzt habe ich noch einmal gut und dann bin ich gut im Durchschnitt. Ich fällt das hier überall auseinander, weil ich so dusselig bin, das anzupacken. Funktionsweise, dann machen wir uns das dritte Mal. Funktionsweise ist ganz einfach. Wir haben hier diese Konstruktion. Die läuft hier unten, seht ihr, auf dem... Hier unten ist eine Fliese drin. Da läuft die Blade drauf. Hier innen drin ist halt schräg gekantet. Dachstein und hier haben wir eben ein Gegenstück, wo es dagegen drückt und wenn man dann da drauf drückt, dann springt das raus. Eigentlich ganz nett gemacht. Nein, ich mache jetzt keinen Take, das bleibt da. Also ich bin dusselig, ne? Ihr wisst Bescheid. Es gibt ja noch andere, die ständig irgendwelche Sets zerrupfen, wenn sie präsentieren und die haben deutlich mehr Zuschauer wie ich und denen gefällt das anscheinend. Also kann ich mich auch ein bisschen dusselig anstellen. Ich finde den cool. Ich finde den Preis aber uncool. Junge, Junge.
49,99. Ich muss im Moment teilweise für 65 Euro für das. Ich weiß nicht, wie viel Alkohol man gesoffen haben muss, um das zuzuschlagen. Also 30 Euro und mit Zahnschmerzen gekauft, ehrlich gesagt. Ja, mit viel Zahnschmerzen. Aber gut, was willst du machen, gell? Ich finde es an sich nicht schlecht, nur halt preislich wie immer. Zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die gesamten Sets dieses Herstellers, nicht nur dieser Serie, dieses Herstellers. Aber was, es zwingt uns ja keiner, es zu kaufen. Oder? Es sind keine Gebäude dabei. Das ist, für mich ist das ein typisches Ergänzungsset. Würde ich sagen. Stellst du in deinen Park rein, sieht toll aus. Wir sind schon wieder am Ende. Kurzes Video diesmal. Klar, ich meine 210 Teile. War halt jetzt nicht so der Umfang. Habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.